Also hallo Herr Lenz, schön, dass Sie heute da sind bei der 6. Karlsruher Jugendkonferenz. Wie finden Sie denn die Jugendkonferenz dieses Jahr im Rückblick gut gestaltet? Ja, ich freue mich dieses Jahr, dass wieder so viele junge Menschen hier den Weg ins Karlsruher Rathaus gefunden haben. Hat ja schon eine besondere Symbolkraft, dass wir hier in den Ratssaal, dort wo unser Kommunalparlament normalerweise tagt, die Jugendlichen einladen. Und dann ist es umso schöner, dass so viele auch heute gekommen sind. Es freut mich zu hören. Wie fanden Sie denn die neue oder etwas andere Gestaltungsmöglichkeit vom Stadtjugendausschuss? Ja, der Stadtjugendausschuss ist für mich einfach grandios, denn jedes Jahr findet eine neue Dynamik statt in unserer Jugendkonferenz. Und dieses Jahr war es ja was ganz Besonderes mit den Tischen, mit den Paten, mit den ganzen Ideen. Also mir hat es sehr gut gefallen, aber das ist ja gar nicht das Maß der Dinge. Ich glaube, bei den jungen Menschen kam heute das Format sehr gut an. Und insofern bin ich schon wieder auf das nächste Jahr gespannt. Wir haben ja auch ein kleines Thema vereinbart. Wie können wir eigentlich die Schülerinnen und Schüler vor allen Dingen für unseren Gemeinderat interessieren, wenn Themen dort auf der Tagesordnung stehen, die eben junge Menschen anbetreffen? Und insofern haben wir uns da auch ein bisschen was einfallen lassen. Und da werde ich nächstes Jahr fragen, oh, hat's geklappt? Welches Thema hat Sie denn persönlich am meisten interessiert? Ach, ich möchte eigentlich gar kein Thema herausgreifen. Ich fand, jedes Thema hat seine Berechtigung. Klar, als sportlich ambitionierter Mensch freue ich mich immer, wenn die Bolzplätze und die Skateranlagen Thema sind. Aber ich freue mich natürlich auch über die Ideen rund um Barrierefreiheit und Inklusion, insbesondere für junge Menschen. Und dann finde ich auch immer wieder anrührig, dass jedes Mal eigentlich die Umwelt- und Naturschutzfrage gestellt wird. Und insofern würde ich gar kein Thema besonders herausheben wollen, sondern sagen wollen, toll, dass alle Themen, die Jugendliche bewegen, heute mit diesem Format der Jugendkonferenz ihren Platz finden und Gehör finden in der kommunalen Politik. Sind Sie denn selbst Pate geworden bei einem Projekt? Klar, beim Bolzplatz in Oberreuth. Sehr schön. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei den nächsten Schritten mit den Jugendlichen zusammen und wir hoffen, Sie nächstes Jahr dann wieder bei der Karlsruher Jugendkonferenz zu sehen. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.